Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bogensportwissen vermittelt durch die Bogensportwelt. Wir befinden uns aktuell in der Reihe Umgang mit dem Pfeilkonfigurator. In der letzten Episode haben wir über die Pfeillänge und den Einfluss auf den Spinewert gesprochen. Eine weitere Frage, die dich bereits im Spinewertrechner ereilte, war die Frage nach dem Spitzengewicht. Das Spitzengewicht bestimmt den dynamischen Spine, denn das Spitzengewicht bestimmt die Trägheit. Bei einem traditionellen Bogen ist es ja so, dass der Pfeil aus dem Bogenfenster heraus muss. Dies tut er, indem er sich windet. So, je mehr Stoppwirkung ich vorne an der Spitze habe, umso mehr biegt sich der Pfeil. Auch die Länge hat einen Einfluss, wie sich dieser Pfeil biegt. Das haben wir in einem anderen Video schon mal besprochen, dass wenn ich so versuche, den Pfeil zu biegen, das sehr schwer ist. Wenn ich das hier hinten und hier vorne greifend mache, dann ist es recht einfach, den zu biegen. Und das muss der Bogen schaffen. Kleine Randinfo, so testest du übrigens auch, ob es deinem Pfeil noch gut geht oder ob das Carbon irgendwo gerissen ist, wenn du mal auf Holz oder auf Stein geschossen hast. Grundsätzlich gilt, desto leichter der Pfeil ist, umso schneller wird er. Auf der anderen Seite, je schwerer die Spitze ist, umso früher stabilisiert er sich auch. Hat aber auch das Problem, dass er natürlich aufgrund des Frontgewichts eher dazu neigt, abzufallen. Dies sind Sachen, die du definitiv berücksichtigen solltest. Das Wichtige ist im ersten Step, dass der Pfeil ordentlich aus dem Bogen geht. Und hierzu musst du den dynamischen Spine beachten, heißt im Spinewertrechner auch unbedingt darauf achten, das richtige Spitzengewicht einzutragen und das dann auch im Pfeilkonfigurator auszuwählen. Nun, das war jetzt alles recht allgemein gehalten und noch nicht so wirklich der Moment, wo du sagst, okay, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Also, bei den dünneren Schäften, ne, vergleichsweise, hast du die Möglichkeit, Spitzengewichte zu verwenden von 60, 70, 80 oder 90 Grain in der Regel oder halt 85 Grain als Klebespitze. Und es gibt diese Break-Off-Spitzen, wo dann entsprechend hinten noch ein bisschen was weggebrochen werden kann und so wird es immer 10 Grain leichter. Möchtest du also einen sehr schnellen Pfeil haben, nimmst du beispielsweise eine sehr leichte Spitze von beispielsweise 60 Grain. Dann hast du einen sehr schnellen Pfeil und benötigst aufgrund der geringeren Stoppwirkung von vorne einen weicheren Spinewert. Die dickeren Schäfte kommen in der Regel mit Spitzengewichten von 80, 100 und 125 Grain daher. Der Standard hier sind 100 Grain. Aufgrund der höheren Stoppwirkung von vorne, also dem höheren Trägheitsmoment, ist der Spine ein wenig härter. Gehen wir das Ganze mal an einem Beispiel durch. Du hast einen Jagd-Recurve-Bogen mit 30 Pfund Zuggewicht. Du hast einen Auszug von 28,5 Zoll, heißt halben Zoll obendrauf zur Sicherheit. Du lässt dir einen 29 Zoll langen Pfeil bauen. Dieser Bogen hat eine 12-Strang-Fast-Flight-Sehne drauf. Und nun entscheidest du dich für den dünneren Pfeil, weil du einen schnelleren Pfeilflug und eine flachere Flugkurve haben möchtest. Dann benötigst du bei einer 60 oder 70 Grain Spitze einen Schaft mit 800er Spine. Entscheidest du dich hingegen für den dickeren Pfeil und eine 100 Grain Spitze, benötigst du einen 700er Spine. Ob du dir hierbei einen Pfeil aussuchst, der mit so einem Aluminium-Insert arbeitet, mit einer Schraubspitze, die man auch austauschen kann, oder ob du dich für einen anderen Schaft entscheidest, wo die Spitze eingeklebt wird, steht dir natürlich komplett frei. Wir sehen uns bei der nächsten Folge zum Pfeilkonfigurator. Dein Sebastian von der Bogensportwelt. Ciao.